tut das erste Mal weh? Das wollt ihr gerne wissen und die Antwort ist jein. Also, es gibt ja so ganz viele Horrorgeschichten, ne? Also von blutüberströmten Betten, weil Jungfernhäutchen krass gerissen sind und höllischen Schmerzen und so weiter und so fort. Das sind Horrorgeschichten. Ja? Tut das erste Mal weh. Also, Jungs tut das erste Mal eher selten weh. Mädchen tut das erste Mal durchaus zwischendurch mal weh. Aber es gibt auch Mädels, wo es nicht weh tut. Woran liegt das? Also, das hier ist eure Scheide. Ne? Hier ist der Scheideneingang. Und beim ersten Mal Sex, da gehen eben viele davon aus, Penis wird in die Scheide gesteckt oder so. Ne? Von diesem Fall gehen wir jetzt auch mal aus. So. Und was kann denn da jetzt wehtun? Also, eure Scheide, habe ich schon erzählt, in vielen anderen Videos, ist ein Muskelschlauch. Und Muskeln, die können sich anspannen und entspannen. Ja? Und Muskeln spannen sich zum Beispiel dann an, wenn ihr nervös seid, wenn ihr aufgeregt seid. Ja? Und wenn sich ein Muskel anspannt, wenn sich eine Scheide anspannt, dann wird die eng. Ja? So. Und das ist eigentlich tatsächlich die Erklärung, warum das erste Mal oder auch ein anderes Mal Sex bei Mädels oder Frauen wehtun kann, weil die Scheide angespannt ist. Ja? Das müsst ihr euch jetzt so vorstellen, ne? Ihr seid da zusammengekommen, habt rumgeknutscht, habt euch angefangen zu streicheln. Und dann ist das ja jetzt so, ihr knutscht, ne? So, und dann geht ihr euch unter die Klamotten, dabei zieht ihr euch aus und dann, ohlala, ne? Steht da plötzlich zum allerersten Mal ein nackter anderer Mensch vor euch. Und dann ist das jetzt bei den meisten nicht so, dass sie sich denken, oh, voll entspannt, cool, ne? So. Sondern die meisten denken sich jetzt, oh, krass, machen wir das jetzt wirklich? Boah, sollen wir das jetzt echt machen? Krass. Ja. Und was passiert dann? Ihr werdet voll angespannt, ja? Und nicht nur eure Schultern und Hände oder sonst was, sondern auch eure Scheide. Boah, krass, krass, sollen wir das jetzt wirklich machen? So. Und wenn ihr das denkt, dann könnt ihr davon ausgehen, eure Scheide ist fest. Und wenn jetzt so ein Penis auf die Idee kommt, ne, da reinzugehen und ach, das muss doch klappen oder so, dann tut es weh. Klar, weil ihr seid mega angespannt. Ja? Und jetzt ist natürlich das Problem, wie entspanne ich denn, wenn ich jetzt das erste Mal Sex habe? Naja, also tatsächlich zu irgendeinem Zeitpunkt werdet ihr das können. Werdet ihr sagen, oh ja, ich will das so gerne. Ich habe da so Lust drauf. Ne? Boah, ich bin gar nicht mehr so krass angespannt, sondern ich will das jetzt einfach. Ja? Und wenn ihr denkt, boah, ich will das jetzt einfach, dann ist eure Scheide auch, ah, ja, ich will das jetzt auch. Viel entspannter, ja? Ja. Also, wenn ihr sagt, oh ja, erstes Mal wäre cool, bin ich aufgeregt, ne? Und dann schon merkt, boah, ich gehe so voll, ich krampf zusammen, dann könnt ihr es zwar versuchen, aber ihr könnt davon ausgehen, dass das eine ziemlich dass es eine unangenehme Sache werden könnte, wenn ihr es nicht an irgendeinem Punkt schafft, zu entspannen. Ja? Wenn ihr nicht entspannt, dann kann das echt wehtun. Ja? Und dann kann es tatsächlich auch manchmal sein, dass das blutet. Ja? Also beim ersten Mal blutet man jetzt nicht per se. Ja? Also das ist auch ein Märchen. Viele Mädels bluten nicht. Manche bluten, weil eben entweder hier vorne sitzt Jungfernhäutchen, die vaginale Corona, also eine Schleimhautfältelung und je nachdem, wie eng diese Schleimhautfältelung ist, also das Jungfernhäutchen und wie breit so ein Penis ist, könnte es eben sein, dass dieses Jungfernhäutchen an der einen oder anderen Stelle einreißt und je nachdem, wie gut das durchblutet ist, könnte es sein, dass ein bisschen Blut kommt. Das sind jetzt keine Sturzbäche, aber ein bisschen könnte es sein. Was aber tatsächlich auch so ist, Scheide ist ganz angespannt und ihr haut da jetzt irgendwie so rein und denkt, boah, das muss auch irgendwie gehen, dann kann es anfangen zu bluten, weil es einfach kleine Risse in der Scheide gibt. Ja? Und wenn ihr beim ersten Mal blutet, dann, wenn es ein bisschen ist, dann kann es tatsächlich einfach das Jungfernhäutchen sein. Das merkt ihr dann auch, wenn das kaputt geht, also wenn da irgendwie ein Riss reinkommt oder so, dann merkt ihr, es ist so ein kurzes Aua, kurzer Schmerz. Eher stechend. Ja?
Und wenn es aber einfach durchgehend wehtut, dann ist das nicht euer Jungfernhäutchen, sondern das ist dann einfach tatsächlich, dass ihr angespannt seid und festhaltet und eigentlich noch nicht an dem Punkt seid, dass euer Körper sagt, oh ja, bereit, ich bin so entspannt. Ja? Also, was könnt ihr tun, wenn ihr merkt, boah, nee, tut weh? Was anderes könnt ihr dann tun? Ja, dann könnt ihr sagen, boah, nee, lass mal aufhören, lass lieber knutschen, lass Eis essen gehen, lass einen Film gucken. Ja, also macht was anderes, wenn ihr merkt, aua. Ja, denn das tut weder euch noch eurer Scheide gut, noch eurer Beziehung, als wenn ihr merkt, das erste Mal, dass wir uns jetzt hier so erhofft und erplant haben, das läuft gerade nicht so, wie ich mir das vorgestellt habe, dann sagt Stopp. Das ist wichtig. Und tatsächlich ist es so, dass bei den allermeisten jungen oder auch älteren Menschen, die zum ersten Mal Sex haben, dass das erste Mal nicht funktioniert. Ja? Dass das erste Mal abgebrochen wird. Dass vielleicht das zweite oder dritte, vierte, fünfte, sechste Mal funktioniert. Ja? Und bis dahin immer an irgendeiner Stelle ist, aber nee, doch nicht. Und das ist voll okay. Es ist nur wichtig, dass ihr es sagt und dann nicht einfach weitermacht. Denn wenn es weh tut, ist halt auch nicht schön. Ne? Genau, also Jungs haben beim ersten Mal meistens keine Schmerzen und Mädels sollten beim ersten Mal auch keine Schmerzen haben, vor allem keine dauerhaften. Ja? Also dieses Dauerhafte ist eben wirklich, eure Scheide macht dicht, lasst es sein. Wenn es eben, ne, wenn ihr denkt, oh ja, ne, und alles entspannt, ne, und es einmal kurz irgendwie so wehtut, dann könnte das eben tatsächlich sein, dass diese Schleimhautfältelung an irgendeiner Stelle ein bisschen gerissen ist oder so, aber das würde dem Ganzen dann keinen Abbruch tun. Ja? Genau. Ja. Ihr als Jungs könntet darauf achten, wie eure Partnerin da so drauf ist gerade. Ja? Also seht ihr meistens, wenn ihr ins Gesicht schaut, na, falls sie sich jetzt nicht traut, was zu sagen oder so, ne? Könntet ihr zwischendurch einfach mal fragen, ist das gut? Gefällt dir das? Du guckst so angespannt. Ja? Dann hört ihr auf. Ja, das ist wichtig. Genau. Und generell kann das erste Mal tatsächlich einfach sehr schön sein. Ja, muss nicht wehtun. Hört lieber auf, wenn es wehtut. Habt ihr später ein schönes erstes Mal. Was manchmal noch hilft ist, also nicht nur manchmal, sondern oft hilft es tatsächlich auch, wenn man Gleitgel hat und die Vulva und eben auch der Scheideneingang vorher ein bisschen massiert wird mit Gleitgel, weil viele eben dadurch, dass sie angespannt sind, und ja, beim ersten Mal ist man eben auch irgendwie nervös, ne? Die allermeisten Menschen, dass dann alles einfach ein bisschen besser flutscht. Und wenn ich dann ganz vorsichtig den Penis einführe und das Mädel wirklich bereit ist, dann kann sie sich auch tatsächlich dann besser entspannen. Und wenn man sich besser entspannen kann, Scheide auch besser entspannen und dann wird das Ganze irgendwie auch netter. Also, Gleitgel und zwischendurch fragen und laut sagen, nee, hör auf, das ist jetzt gar nicht mehr schön und dann kann das ganz gut sein. Und ein erstes Mal kann auch beim fünften Mal erst passieren.